Berlin-Marzahn, ein schwieriges Viertel, mit großer Armut und vielen Problemen. Gott ist auch hier, in der Manege, einer Jugendeinrichtung im Don Bosco-Zentrum Berlin. Ich habe in der Manege getroffen vom Job, vom Jugendamt, wurde mir Bescheid gesagt, dass ich in so eine Manege reingehen kann. Das sind wie Freunde, so gesagt. Das ist wie mein zweites Zuhause. Obdachlose Jugendliche finden sogar ein echtes Zuhause, zeitweise zumindest. Oder ihnen wird geholfen, wenn sie im Alltag Beratung brauchen. Psychologen stehen für sie bereit, die auch mit einem Bus direkt zu den Brennpunkten kommen. Dabei erfahren die Jugendlichen eine große Wertschätzung. Und die Manege bildet aus oder bietet Berufsorientierung in vielen Branchen. Gefühlt komme ich jetzt schon fast 4 Jahre her, also länger als eine reguläre Kochausbildung. Der erste Grund war wegen einem Aktivierungsprogramm, wo ich direkt aus der Schule rauskam. Danach wurde mir gesagt, dass ich hier meinen Schulabschluss nachholen kann und ich habe mir die Chance genutzt. Verpasste Chancen nachholen, das geht mit den Angeboten und der seelsorgerischen Begleitung. Die Jugendlichen erfahren Halt und bekommen eine Perspektive. In der Manege-Schule können sie einen Schulabschluss nachholen. Das Bonifatiuswerk unterstützt die Manege. Das Bonifatiuswerk ist echt ein Segen für uns. Sie sind ja von Anfang an, jetzt im 16. Jahr, so immer wie so ein roter Faden an unserer Seite. Ganz, ganz praktisch, mit ganz, ganz viel finanzieller Unterstützung, aber auch mit ganz viel ideeller, inhaltlicher Unterstützung. Damit das weiterhin möglich ist, ist eure Hilfe so wichtig. Danke für euer Gebet, eure Solidarität und eure Firmenspende.